Hallöchen, ihr Lieben, es ist mal wieder Katzenzeit. Und diese Woche gibt es ganze zwei Katzenreviews von mir. Und zwar heute von einem Halloween-Duft von Yankee Candle. Und ich habe natürlich eure Wünsche erhört, beziehungsweise ihr habt ja abgestimmt und wolltet gerne, dass ich Mountain Lodge für euch reviewe. Und das habe ich getan, beziehungsweise das tue ich jetzt gleich noch und am Mittwoch kommt dann das Video. Also ich hoffe, es gefällt euch und ihr freut euch. Und ich habe jetzt eben gesehen, dass meine Haare heute irgendwie so ganz besonders föhnwellig aussehen. Ich habe nämlich die ganze Zeit, den ganzen Tag ein komisches Haarband angehabt, was so Zacken hat. Und dann sehe ich immer alles aus wie so ein kleiner Labrador, wenn meine Haare so rüberfallen wie in den Locken. Jetzt habe ich die ausgekämmt und jetzt, ja, die liegen sehr wellig heute, würde ich mal sagen. Das ist alles Natur, das ist nicht nachgeholfen, aber heute, glaube ich, geht's eigentlich. Ich habe schon so oft Situationen gehabt, wo ich irgendwie da gesessen habe und wenn ich ohne Brille filme, sehe ich natürlich nichts. Und dann im Schnitt sehe ich hinterher, einmal stand hier so ein weißes Haar so richtig schön raus oder hier oben habe ich so eine kleine Locke, die ich nicht gesehen habe oder die liegen halt so emo-mäßig, wie sie gerne mal fallen, so quer über dem Gesicht. Aber heute, ja, fühle ich mich ganz ansehnlich. Und wie es so oft ist bei mir, heute gibt es einen Energy Drink. Was trinke ich heute? Monster Energy, The Doctor. Ich bin wahrscheinlich ein ganz schlechtes Vorbild für alle jungen YouTuber, weil ich manchmal einfach nur auf Energy Drink funktioniere in letzter Zeit. Und es ist so spät und ich bin müde. Und ja, aber lustige Dose jedenfalls, leckeres Zeug. Ich glaube, wann war das jetzt? Am letzten Mittwoch oder so habe ich auch eingetrunken, weil ich so müde war. 2:30 war ich immer noch nicht müde und ich musste am nächsten Morgen früh raus. Aber ich hätte ruhig noch weiter in der Bude rumräumen können. Aber gut, genug geschwafelt. Wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, review ich heute für euch Forbidden Apple aus der Yankee Candle Halloween Serie. Das ist ein neuer Duft, der erschienen ist zu Halloween neben Candy Corn und Witch's Brew, glaube ich. Ich bin kein Fan von Witch's Brew, der riecht irgendwie sehr arg lakritzig und eklig. Und der Candy Corn, den habe ich mal als Tarte probiert und ja, kein schönes Ergebnis. Er roch irgendwie im warmen Zustand als Tarte nach irgendwie warmen Würstchen und kurze Zeit später nach verbrannten warmen Würstchen. Und da denke ich, dann passe ich auch dieses Jahr wieder. Jedenfalls bei Forbidden Apple habe ich mich sehr gefreut. Ich habe ihn euch ja schon mal gezeigt, als ich ihn beim KNW-Shop gekauft habe, habe ich ja einen Haul gemacht, habe ihn euch gezeigt und fangen wir einfach jetzt mal mit der Optik an. Ich muss sagen, dieses Jahr sehen die Gläser sehr, sehr schön aus. Wunderschön. Und auch dieses hier, ganz, ganz toll, schwarzes Glas. Den Zettel oben, den kann man abmachen, dann hat man den nicht mehr. Ich habe mir jetzt dran gelassen. Und wie ihr seht, sehr schöne grüne Äpfel drauf. Ich glaube, Witch's Brew hatte Spinnen, ich weiß es nicht mehr. Und Candy Corn hat, glaube ich, so Kürbisse, aber ich habe es nicht mehr so im Kopf, weil ich mich nur auf Forbidden Apple eingeschossen habe. Wie gesagt, das Glas ist sehr, sehr schön. Und der Vorteil daran ist, wenn man halt die Gläser sammelt, auch wenn das dann wahrscheinlich an Marktwert verliert, wenn man die Katze aufgebraucht hat, kann man sie auch so wunderschön zur Sammlung stellen und sie sieht hübsch aus und keiner weiß, dass sie benutzt ist. Ich habe die Kerze auf Herz und Nieren für euch ausprobiert und getestet und bin zu einem Ergebnis gekommen, wahrscheinlich zumindest was meine Kerze angeht, kein sehr erfreuliches. Aber ja, ich zeige euch erstmal, wie weit ich bin. Also ich bin ziemlich weit runter, wie ihr seht, das ist so ungefähr, ja, so ungefähr bis hier habe ich sie abgebrannt. Und wenn ihr so guckt, das Licht steht ja sehr gut, da ist so ein Duftölbläschen obendrauf. Es ist sehr viel Duftöl oben aus der Kerze ausgetreten. Das wird nachher von Gewicht noch sein, wenn ich zum Abbrennverhalten und der Duftabgabe komme. Und im kalten Zustand ist der Duft wirklich sehr lecker abfällig. Und ich habe ja schon erwähnt, dass die Kerze sehr, sehr nach Granny Smith duftet und ihr euch, wenn ihr Granny Smith mögt, eigentlich sehr gut damit eindecken könnt oder mit den Tarts oder Motiven, wie auch immer. Und ja, ich fange jetzt einfach mal mit der Duftabgabe an, weil das eigentlich so für mich das größte Quälthema bei dieser Kerze war. Und zwar, ich habe sie als allererstes, weil es ein mittlerer Housewarmer ist, und ich dachte, naja, im Badezimmer, da habe ich einen schönen, so ein Sleeve für die Kerzen, so ein, wo man es reinstellt, so eine Hülle. Und habe gedacht, naja, stellst es rein, duftet bestimmt schön im Badezimmer. Nein, gar nichts. Ich habe nichts gerochen, gar nichts.
Wirklich nichts. Ich habe es lange, lange versucht. Ich habe es lange brennen lassen. Ich habe es an zwei verschiedenen Stellen im Badezimmer hingestellt. Dann habe ich, also Illuma-Lid habe ich natürlich drauf gehabt. Abgebrannt ist die Kerze wunderbar. Sie hat null Duft abgegeben und das Badezimmer ist mein kleinster Raum. Dann habe ich natürlich ein bisschen in der Gruppe, in diversen Gruppen rumgefragt, beziehungsweise ich habe mich auch ein bisschen zum Teil an euch gewandt und habe gefragt, ja, hat denn noch jemand das Problem? Andere haben halt eine ganz gute Duftabgabe erwischt, beziehungsweise der Fokus ist dann ganz schnell auf andere Kerzen gewandert irgendwie. Ja, mir wurde gesagt, vielleicht hilft es ja, wenn ich die Kerze auf den Kopf stelle. Das habe ich aber ganz bewusst nicht gemacht. Denn wenn einer Kerze oben das Duftöl raustrieft von ganz alleine, ohne dass ich sie auf den Kopf stellen muss, dann brauche ich sie auch nicht mehr auf den Kopf stellen. Dann ist dieses Duftöl vorhanden, das ganz eindeutig. Und ich hatte teilweise obendrauf kleine Pfittchen von Duftöl, die ganz, ganz, ganz alleine ausgetreten sind, als die Kerze aus war. Und dann sehe ich es nicht, eine Kerze auf den Kopf zu stellen, weil wie viel soll denn da noch austreten, was ich da nicht rieche? Ganz zum Schluss bin ich dann doch hingegangen und habe die Kerze ins Schlafzimmer gestellt. Das ist mein zweitkleinster Raum. Und habe sie dort in mein großes Windlicht gestellt. Ich habe ja so ein großes Glas, wo ich die dann reinstelle. Und lo and behold, dort gab sie dann endlich Duft ab. Ich habe keine Ahnung, woran das lag. Dadurch, dass es Sommer ist, heize ich nicht im Schlafzimmer. Ergo ist es dort nicht unbedingt viel wärmer. Vielleicht ist es ein Ticken wärmer. Mein Badezimmer ist irgendwie, ich weiß nicht, ob da Geistertreff ist, dass die Temperatur sinkt oder so. Mein Badezimmer ist doch recht kühl irgendwie in letzter Zeit. Aber dort gab sie dann auf einmal Duft ab und ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt ein riesenstarker Duft war. Es war sehr dezent. Also ich glaube, hier im Wohnzimmer, das habe ich gar nicht erst probiert, hätte ich die auch nicht wahrgenommen, weil der Raum zu groß ist. Aber irgendwie, entweder war es, weil sie in einem großen Duft, in einem großen Windlicht stand und sich da alles gestaut hat. Vielleicht war es einfach der Platz, an dem die Kerze gestanden hat. Ich habe keinen blassen Dunst, warum diese Kerze nur im Schlafzimmer Duft abgegeben hat, aber im Badezimmer nix. Ich habe keinen großartigen Durchzug im Badezimmer mehr. Die Luft zirkuliert da jetzt nicht irgendwie komisch oder so. Ich meine, wenn ich die Votivkerzen im Badezimmer am besten rieche, dann warum keinen mittleren Hauswarmer? Das verstehe ich nicht. Jedenfalls, da bin ich sehr, sehr unglücklich mit gewesen, muss ich sagen. Ich fand es auch sehr, sehr schade. Aber ich bin doch etwas wohlgestimmter, jetzt wo ich weiß, dass die Kerze eigentlich auch im Schlafzimmer Duft abgibt, werde sie den Rest des Weges auch dort abbrutzeln. Und ja, mehr gibt es zu dem Duft eigentlich nicht zu sagen. Der Duft im Warmzustand ist tatsächlich, finde ich, wie Granny Smith. Vielleicht noch einen ganz, 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 ganz kleinen vanilligen Hauch mit dabei. Oder irgendwas Cremiges noch mit dabei. Eins von beiden. Aber sehr, sehr, sehr ähnlich wie Granny Smith. Wenn nicht sogar derselbe Duft, wie auch immer. Also wie gesagt, ich denke, wer Granny Smith mag, wird Forbidden Apple auch mögen. Und ja, dazu kann ich nicht mehr sagen zu der Duftabgabe. Abgebrannt ist die Kerze wirklich super. Durch das schwarze Glas sieht man jetzt nicht großartig irgendwelche Rückstände vom Wachs. Also ich sehe jetzt zum Beispiel hier nichts. Oben ein bisschen Ruß vielleicht. Können wir mal schauen. Wir halten einfach mal den Finger. Gehen wir mal mit dem Finger drumherum. Kaum gerußt. Also ein bisschen vielleicht. Also das geht. Das ist okay. Ja, ansonsten, es wurde übrigens gemutmaßt und einmal irgendwer hat gefragt, nicht mich, aber so in der Gruppe, ob man denn das Licht auch durch die Kerze sieht. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich mache sie mal an. Und ihr seht, es flackert und es flackert sehr hoch. Es ist eine sehr hohe Flamme. Ich mache mal eben mein Licht aus. Ach, so. Also wie gesagt, oh, jetzt schießt das Ruß aber hoch. Ich habe den doch nicht gekürzt. Ich zeige es nur ganz kurz. Also ihr seht die Flamme auf jeden Fall, aber die Kerze ist jetzt nicht nennenswert erhellt oder so. Man sieht halt nur die flackernde Flamme. Deckel drauf. Oh, jetzt stinkt es hier nach Ruß. Ich hätte vielleicht den doch mal kürzen sollen. Jedenfalls, damit wäre die Frage bestimmt auch beantwortet, weil ich denke, die hätte der ein oder andere von euch auch gestellt. Ja, würde ich sie nochmal als Hauswarmer kaufen? Ganz bestimmt nicht. Weil ich denke, wenn sie im mittleren Hauswarmer schon so gut wie keinen Duft abgibt oder zumindest Schwierigkeiten hat, dann hole ich auch keinen großen Hauswarmer. Ich werde mich, denke ich, bei Gelegenheit ein bisschen mit den Tarts oder Votiven eindecken und das reicht mir auch. Also ich habe hier zum Beispiel auch noch einen Granny Smith übrig, glaube ich.
und mehr brauche ich davon auch eigentlich nicht. Ich habe übrigens diesen muffigen Geruch, den ich oft bei Apfelkerzen habe, dieses Mal nicht gehabt. Also ich habe es wirklich als Apfelduft wahrgenommen und habe auch wirklich ja keine Veränderung festgestellt. Also die Kerze war jetzt nicht irgendwie, dass sie dann auf einmal mufflig oder komisch oder karamellig oder irgendwie riecht. Deswegen, ja, also nicht so wie jetzt bei meiner White Chocolate Apple Kerze. Dazu gibt es auch eine Review online, die verlinke ich euch, falls ihr neu auf meinem Kanälchen seid. Und ja, an dieser Stelle will ich nochmal ganz, ganz, ganz kurz ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer richten. Hin und wieder kommen ja so Phasen, wo ein paar mehr von euch dazukommen und ich freue mich da tierisch drüber und finde das ganz, ganz toll. Und ja, prüft euch schön. Das war das dann auch erstmal von mir heute und irgendwie rede ich heute wieder wie so eine kleine Nachrichtensprecherin. Wahrscheinlich, weil ich einfach tierisch müde bin und jetzt voll auf Energy Drink hier rumhampel. Jedenfalls hoffe ich, dass wir uns am Mittwoch bei der nächsten Review sehen und bis dann, ihr Lieben. Tschüss!